muss eben aufpassen, was mir so rum erzählt. Ich werde mich da nicht einmischen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Immer wieder das Gleiche. Hey, du! Die ehrenvollen Streiter Inos verirren sich selten in diese Räume. Was kann ich für dich tun? Ich habe das Auge Inos zurückgebracht. Ich bin erleichtert, dass es dir gelungen ist, dem Feind das Auge zu entreißen. Aber die Gefahr ist nicht gebannt. Das Böse schmiedet weiterhin Pläne und geht ungewöhnlich aggressiv vor. Das ist mir auch schon aufgefallen. Mach dich nicht über mich lustig. Die Lage ist ernst, sehr ernst. Und wir wissen nicht, auf wen wir uns verlassen können. Dem Feind ist es schon gelungen, den Novizen Pedro in Versuchung zu führen. Auch bei vielen anderen könnte er Erfolg haben. Was genau ist deine Aufgabe? Mir obliegt die Ausbildung der Magier in der Kunst der sphärischen Manifestation. Was heißt das? Nun, ich lehre sie, Kreaturen oder Wesenheiten anderer Zustände oder Sphären herbeizurufen. Für gewöhnlich spricht man von Beschwörungen, obwohl dieser Ausdruck allein unzureichend ist, für die Kunst einen Diener zu rufen. Zudem besitze ich einige interessante Spruchrollen, die Gorax nicht hat. Zeig mir deine Ware. Zählt sich ja so einiges. Ich habe für so etwas keine Zeit. Was macht das Studium? Der Feind hat viele Gesichter. Welche unter ihnen die größte Bedrohung für das Kloster darstellen, ist verdammt schwierig zu bestimmen. Kennst du ja schon. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Ich hätte das nicht gedacht. Willkommen, mein Sohn. Seit wann bist du Mitglied der Paladine? Noch nicht lange. Dann heiße ich dich willkommen. In diesem Kampf brauchen wir jeden Mann, der den Mut hat, sich dem Bösen entgegenzustellen. In den Händen von Männern wie dir liegt das Schicksal von uns allen. Möge Innos dir immer den nötigen Mut spenden. Ich hätte das nicht gedacht. Irgendwann muss das ja so kommen. Kannst du mir auch was beibringen? Ich verstehe mich auf die Magie von Eis und Donner. Ihre Kraft kann ich dich lehren. Jedoch unterrichte ich nur Magier. Was kannst du mir beibringen? Deine Kampffertigkeiten kann ich dich natürlich nicht lehren. Wohl aber ist es mir möglich, dir das Wesen Innos und seiner Gaben näher zu bringen. Außerdem ist es meine Aufgabe, dich auf die Schwertweihe vorzubereiten. Und die Magie? Hier lehren wir nur unsere Magie. Die Magie der Paladine wirst du in der Stadt lernen müssen. Immer wieder das Gleiche. Was ist die Schwertweihe? Die Schwertweihe ist eins der heiligsten Rituale der Paladine. Während dieser Zeremonie fließt Innos heilige Kraft durch die Schwertklinge des Paladins und gibt dem Schwert dadurch ungeahnte Kräfte. So ein geweihtes Schwert ist der wertvollste Besitz eines Paladins und wird ihn sein ganzes Leben lang begleiten. Und glaub ja nicht, was meinst du damit? Als Innos unsere Welt verlassen musste, ließ er den Menschen einen Teil seiner göttlichen Macht. Es ist nur wenigen von uns Menschen erlaubt, sich seiner Kraft zu bedienen und in Innos Namen für Gerechtigkeit zu sorgen. Und was willst du mir näher bringen? Ich kann dich auf den richtigen Weg bringen, Innos Wesen zu erkennen und ihm zu folgen. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Vielleicht später. Du bist mir jederzeit herzlich willkommen. Das interessiert mich nicht. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich will mein Schwert weihen. Wenn du dich zu diesem Schritt entschlossen hast, brauchst du zuerst eine Erzklinge. Mit dieser solltest du dich dann zum Gebet in die Kapelle zurückziehen. Während des Gebets und nach einer angemessenen Spende an unseren Herrn Innos sollst du Innos um seine Gnade und Führung im Kampf gegen das Böse bitten. Wenn Innos dir wohlgesonnen ist,
wird dein Schwert von dem Moment an unserem Herrn geweiht sein. Das sind doch alles nur Gerüchte. Das interessiert mich nicht. Was für eine Spende? Nun, angesichts der Gnade, die dir zuteil wird, ist eine Summe von 5000 Goldstücken mehr als angemessen. Es ist dir natürlich freigestellt, mehr zu geben. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Das ist doch nichts Neues. Für Inners, Bruder. Wenn du gekommen bist, um etwas über die Schwertweihe zu erfahren, dann wende dich an Marduk. Keine Ahnung, sag du es mir. Ich hätte das nicht gedacht. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Der arme Kerl kann einem leid tun. Meine Meinung kennst du ja schon.
Inos, gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Thank you.
Genau das habe ich auch gesagt. Mein Mann sieht das anders. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Was du nicht sagst. Und es wird noch viel schlimmer. Ach, erzähl mir nicht so was. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Du hast es geschafft, bei den Paladinen aufgenommen zu werden. Ich bin froh, dass ich dich als Lehrling aufgenommen habe. Auch wenn du wenig Zeit zum Schmieden hattest. Ich will stärker werden. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Das hast du nicht gewusst. Möglich ist alles. Ich will stärker werden. Ehrlich, ich hab's selbst entwickelt. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ach, erzähl mir nicht sowas. Was gibt's los? Was gibt's? Das habe ich schon immer gesagt. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Mein Mann sieht das anders. Er muss das ja besser wissen. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ja.
Er arbeitet auf dem ganzen Tag gar nichts mehr. Möglich ist alles. Ich wäre mir da nicht so sicher. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Schlimme Zeiten sind das. Wer erzählt denn sowas? Man darf halt nicht alles glauben. Ein Ort direkt vor der Stadt. Verdammte Irgendwer Scheiße. Muss die Arbeit ja machen. Wirklich? Das ist ja interessant. Mein Mann sieht es anders. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Mein Mann sieht es anders. Er arbeitet dort. Gibt's sonst noch Neuigkeiten? In letzter Zeit werden mir ständig Schafe gestohlen. Ich habe schon einige Nächte nicht mehr vernünftig schlafen können. Wer kann das getan haben? Ich habe da so einen Verdacht. In der Höhle drüben im Wald haben sich recht üble Gesellen niedergelassen. Ich glaube kaum, dass sie sich nur von Waldbären ernähren. Ich bin fast sicher, dass sich meine Schafe dorthin verflüchtigen. Wegen deiner Knechte. Du hast sie mir zurückgebracht. Du bist ein mutiger Mann. Nimm dieses Gold als Zeichen meines Dankes. Sonst noch irgendwas passiert? Meine Schafe verschwinden ständig. Bald kann ich uns nicht mehr ernähren. Bist du in Ordnung?
Ja, mir geht's gut. Danke. Immer noch alles in Ordnung bei dir? Es geht schon. Ich frage mich nur, wie lange wir diese schwarzen Teufel noch erdulden müssen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Sie schleichen ums Haus und machen so seltsame Geräusche. Akil meinte, du hättest eine Mahlzeit für mich. Es sind schwere Zeiten für uns angebrochen, seit die Barriere nicht mehr da ist und das Land unsicher geworden ist. Hier hast du einen Laib Brot, etwas Fleisch und einen Schluck Wasser. Mehr kann ich leider nicht entbehren. Warum wehrt ihr euch nicht gegen Onas Unterdrückung? Wir stadtnahen Bauern sind besser beraten, uns mit der Miliz der Stadt gutzustellen, als auf Onas Söldner zu bauen. Es gibt da aber auch noch Benga und Sekob, die lieber ihren Hof aufgeben würden, als für den König zu arbeiten. Hey,